Heute spielen wir Sprunky, aber es ist für Babys. Ich habe dieses Sprunky-Spiel gefunden namens Sprunbox. Und dieses Spiel soll wohl Sprunky, aber für Babys sein. Und am Ende werden wir so die zweite gruselige Babyphase aktivieren. Und am Ende schauen wir uns sogar an, wie alle Sprunky-Charaktere sich in kleine Babys verwandeln und älter werden. Also bleibt dran. Aber ich würde sagen, wir fangen sofort an mit der Sprunky-Baby-Version. Okay, kurz wird dir alles wie für Babys erklärt. Okay, wir können die Sprunky-Charakter nehmen und ayo. Sie dorthin packen. Okay, und damit können wir jetzt die eigene Musik machen, indem wir, sie anklicken, können wir sogar, anscheinend hier die Lautstärke so ändern. Oder wir können sie sogar stumm schalten. Okay, das kennen wir natürlich von den Original-Sprunky-Charaktern. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an mit dem ersten Sprunky-Baby-Charakter. Und, was macht er für einen Sound? Okay, das klingt echt ziemlich komisch, muss ich sagen. Aber es ist alles in so einer Baby-Optik gehalten. Lass mal weitermachen mit dem Fuchs hier. Oh. Okay, das klingt schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Und ich glaube, das sind alles hier so Tiere unten. Okay, ich würde sagen, wir gründen jetzt eine Sprunky Baby Gang. Let's go. Spielt alle euren Sound. Hört sich das denn an? Das hört sich aber nicht an wie Babys. Das hört sich jetzt schon gruselig an, muss ich sagen. Aber am Ende werden wir natürlich auch noch die zweite Phase aktivieren. Und wir können anscheinend hier, die Lautstärke sogar ändern hier in der Baby-Version. Das ist cool. Okay, das klingt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Lass mal mit ihm weitermachen. Was ist das? Ist das ein schwarzer Regenwurm? Das sieht echt komisch aus, muss ich sagen, die ganzen Charakter. Aber es ist ja auch eine Baby-Version. Und wir machen weiter. Ey, yo, das sieht aus wie ein Marshmallow. das könnte oder so eine weiße Karotte sein? Wow, das klingt ziemlich cool, Freunde. Das ist jetzt unsere eigene Sprunky Baby Gang. Aber ich würde sagen, warte mal, wie können wir jetzt hier die Sprunky Charaktere, so können wir sie muten. Okay, und alle einzeln entfernen. Aber ich würde sagen, so alle Charaktere werden jetzt hier nochmal entfernt hier von der Sprunky Gang. Und lass mal weitermachen mit, diesem Pilz hier. Was kann er machen? Okay, das klingt ziemlich gruselig irgendwie, muss ich sagen. Okay, und wir brauchen mehr Baby-Sprunky-Charaktere. Let's go. Das sieht aus wie ein Teufel im Hintergrund. Okay, was ist das, ein Roboter? Wir sind ein Roboter, wie im originalen Sprunky, aber in der Baby-Version. Extra für Babys. Und so klingt das Ganze. Okay, es klingt echt ein bisschen auf wie Baby-Musik. wer ist das hier? Sieht ein bisschen aus wie ein Axolotl. Freunde, wer wohnt da noch ganz tief im Meer? Wir haben sogar eine Ananas hier in der Baby-Version. Das klingt ziemlich interessant, dieses Musikstück, muss ich sagen. Aber Freunde, es gibt einen Baby-Charakter. Was wird wohl passieren, wenn wir die zweite gruselige Baby-Phase aktivieren und alle Baby-Boss verwandeln sich in gruselige Charaktere? Schaut euch das Ganze mal, der Roboter im Hintergrund. Und hört euch mal die Sounds an. Er ist verglitscht. Und was ist passiert? Okay, ich glaube, dieses Sprunky-Spiel ist aber nicht mehr für Babys. Okay, was ist mit ihm hier? Oh mein Gott, das war der erste Sprunky-Baby-Charakter mit dem Headset. Und er hat so drei Augen. Schaut euch mal die Münder an. Oh mein Gott, das sieht echt ziemlich creepy aus, muss ich sagen. Okay, ich würde sagen, euch werde ich erstmal entfernen hier. Wir haben die zweite Baby-Version entwickelt. Und wir machen weiter mit, ihm hier, mit dem Hut. Ne, ein Auge. Wie klingt das? Okay, was ist mit ihr passiert? Io, man sieht sein Gehirn. Okay, und was ist das? Oh, Freunde, sie sieht aus wie Wanda. Sie sieht aus, sieht aus wie die böse Stichschwester von Wanda oder so. Yo, ich bin's Wanda. Lass mich alle in Ruhe. Das ist ziemlich sus hier. Oh mein Gott, wenn da Kettensäge sogar. Freunde, es wird immer gruseliger. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel für Babys wirklich geeignet ist. Aber wir machen weiter. Und werden unsere eigene Babymusik entwickeln. Okay, mit so einem Auge sieht auch interessant aus. Oh, okay, ihn haben wir ja schon. Ihn hatten wir ja schon, stimmt. Okay, wer ist er hier mit der Cappy? Oh, guck dir, wieso guckst du nach links? Oh mein Gott, sieht er links? Ich glaube, ich weiß, was er links sieht, Freunde. Und zwar sieht er links. Boom, ein Monster. Wie hört sich das Ganze denn an? Das ist aber nicht für Babys, muss ich sagen, hier, Freunde. Lass uns mal ihn noch austesten. Oh, es gibt echt viele gruselige Morphs hier.
Das klingt echt ziemlich gruselig. Okay, aber wie wär's mit... Boah, ihn haben wir auch nicht ausgetestet. Wie hört sich das Ganze an? Das ist verrückt. Einfach als Baby-Version hier. Die Sprunky-Baby-Version. Boom. Oh mein Gott, das war ja der Pilz, Freunde. Das war auf jeden Fall der Pilz. Und so sieht er in der gruseligen Version aus. Aber das hört sich doch gar nicht an wie Musik. Wie, wonach klingt das? Ich glaube, das hat echt nicht mehr viel mit Sprunky zu tun mittlerweile. Lass mal den Fuchs austesten. Oh mein Gott, was mit dem Fuchs passiert? Schaut euch mal die Augen an von diesem Fuchs. Oh, den Teufel will ich unbedingt mal austesten hier. Boom! Oh mein Gott, der Teufel, der sieht ja noch gruseliger aus, als er eh schon aussah in Phase 1. Das ist echt verrückt. Wie hört sich das Musikstück an hier? Okay, lass mal den Frosch hier auf jeden Fall hier entfernen. Und boom, ihn aktiviert, das ist Axolotl. Oh nein, wie sieht er aus? Oh Gott, das ist wirklich Sprunky als Baby-Version. Das hört sich echt schrecklich an, die Musik. Was haben wir mit der Musik getan? Oh mein Gott, jetzt haben wir zweimal die Augen vorne. Aber lass uns mal... Wow, vier Augen auf einmal einfach. Rechts haben wir ein Auge und links vier Augen. Und schau mal, wie sie mich alle angucken. Freunde, das ist echt verrückt. Das ist verrückt. Wir müssen die Phase wieder ganz schnell rückgängig machen, würde ich sagen. Aber dass wir wieder ankommen in Phase 1, Freunde. Yay, so gefällt mir alles besser. Und auch Wanda, Freunde. Die böse Stiefschwester von Wanda. Wieso sieht sie so traurig aus? Sieht so super gelangweilt aus. Oh, die Raupe haben wir auch am Start. Und ganz viele niedliche Tiere. Wir haben ein kleines Äffchen am Start, Freunde. Oh, das klingt echt cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Und das ist jetzt... Wow, die Sprunky-Version als Babys. Aber Freunde, mir reicht es. Mir reicht es mit Sprunky, mit diesem Sprunky-Baby-Spiel. Ich will das originale Sprunky-Spiel, Freunde. Die Musik hört sich echt schlimm an, muss ich sagen. Okay, da sind wir wieder im normalen Sprunky mit allen normalen Charakteren. Aber wartet mal, wieso ist die Sonne da im Hintergrund? Naja, ich würde sagen, lass uns mal anfangen mit Simon. Und was? Wie sieht Simon aus? Und, Freunde, irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Wieso ist er so winzig? Okay, lass mal weitermachen mit Wanda. Und was? Auch sie ist winzig und sie hat ein Sonnen-T-Shirt an. Und, Freunde, warte mal. Ich glaube, was? Alle Sprunky-Charaktere haben sich in Babys verwandelt. Schaut euch das Ganze mal an. Wie sieht das Ganze aus, Freunde? Wir haben so lange Sprunky-Baby-Version gespielt, dass sich alle Charaktere in kleine Babys verwandelt haben. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt alle Sprunky-Charaktere nach und nach auf jeden Fall als kleine Babys an. Und wartet mal, wie werden sie jetzt wieder größer? Und wie sieht wohl Mr. Fun Computer aus? Und oh, okay, er war auch als kleines Baby ein kleiner Computer. Okay, lass mal weitermachen mit dem Baum. Oh, wie sah der Baum aus? Okay, ich glaube, der Baum ist ein bisschen kleiner als die Original-Sprunky-Version. Aber Freunde, was ist bitte mit den Charakteren passiert? Schaut euch mal Pinky an. Oh, guck mal, wie klein sie ist. Sie ist super witzig. Okay, lass mit dem Roboter weitermachen. Oh, ein kleiner Roboter. Sie sehen echt aus alle wie kleine Babys, Freunde. So sahen mal alle Sprunky-Charaktere als kleine Babys aus. Aber Freunde, ich glaube, sie müssen wachsen. Sie müssen auf jeden Fall wieder normal werden. Sie dürfen keine Babys die ganze Zeit bleiben. Okay, lass es mal weitermachen und... Oh, wieso weint er? Oh nein. Er war damals ein kleines weinendes Baby. Wir lernen alles über die Sprunky-Charaktere. Wie sie ja damals als Babys waren. Er war zum Beispiel sehr traurig immer. Und ein kleines Quengel-Baby anscheinend. Okay, wir machen weiter. Oh, der Teufel war ja schon immer super sauer. Oder böse. Guckt ihn euch mal an. Ich glaube, das war so ein richtig nerviges kleines Kind damals. Der hat ihn immer geärgert, bestimmt, deswegen weint er. Okay. Lass uns mal weitermachen mit Emil. Oh! Er hat ein kleines Haar. Er hat ein kleines Mini-Haar. Oh nein. Wie sieht das denn aus, Freunde? Okay, ich würde sagen, wir können nochmal hier alle Sprunky-Charaktere entfernen hier. Zack, auch ihn hier. Und wir machen weiter mit Emil. Oh, schau mal, wie klein sie damals noch aussahen. Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Okay, wir machen weiter. Oh, ihn hatten wir auch noch nicht. Wie winzig sie da waren. Das sieht echt lustig aus, muss ich sagen. Oh,
Er hat so einen Spike auf seinem Kopf. Er hätte doch seinen Eimer nicht. Stimmt, sein Eimer fehlt als kleines Baby. Okay. Okay. Nicht schlecht. Was mit dem Cowboy? Oh, auch er war super klein. Aber er hat auch seinen Cowboy damals gehabt. Oh, der Teufel, er war schon immer groß. Wieso war er immer schon groß? Okay, das ist echt sehr merkwürdig, muss ich sagen. Oh, Simon ist, glaube ich, der niedlichste. Ich glaube, ihn mag ich am allermeisten, muss ich sagen. Schau mal, wie er aussieht. Und das hört sich echt richtig cool an. Wie so ein Baby-Song, muss ich sagen. Oh, er war schon als Baby richtig schockiert die ganze Zeit. Das sieht echt verrückt aus. Und oh, der kleine Roboter. Oh, er hat doch gar nicht seine Robotermaske angehabt. Aber Freunde, ich glaube, die Sprunky-Charaktere müssen jetzt endlich wachsen, Freunde. Also like jetzt das Video. Pro Like auf diesem Video werden die Sprunky-Charaktere einen Monat älter. Also like jetzt alle das Video, Freunde. Ihr liked alle das Video und... Freunde, was ist passiert? Die Sprunky-Charaktere sind gewachsen und älter geworden. Aber wir sind, ich glaube, in der komischen Teenager-Phase gelandet. Was? Die Sprunky-Charaktere sind jetzt alle jugendlich geworden und sind ein bisschen älter geworden. Wie sehen sie denn aus? Oh mein Gott, guck dich mal den Roboter an. Und Simon und... Oh mein Gott, was ist bitte mit den Sprunky-Charakteren passiert, Freunde? Sie sind jetzt hier tatsächlich gewachsen und sind älter geworden. Und wie sieht wohl Mr. Fun Computer aus? Wie sieht Mr. Fun Computer aus? Oh mein Gott, sind sie gewachsen? Es sieht eher aus wie Babyzeichnungen. Schau dich das Ganze mal an. Es sieht aus wie so kleine Zeichnungen von Babys. Oh, das Blumenmädchen. Okay, der Roboter, Freunde. Ey, yo. Oh mein Gott, sie sind jetzt echt gewachsen und sie sehen echt merkwürdig aus. Okay, wie sieht wohl die Sonne aus, Freunde? Sieht echt aus wie so Babyzeichnungen, Freunde. Sprunky als Baby-Version. Das sieht echt verrückt aus, muss ich sagen. Oh, Wanda, bin ich mal gespannt. Okay. Und so sehen jetzt hier alle Sprunky-Charaktere. Oh mein Gott, als klein oder als Jugendliche aus. Sieht echt ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Auch Pinky. Aber Freunde, wir haben jetzt diesmal den Zylinder. Und was passiert, wenn wir den Zylinder jetzt hier... Oh, aktivieren und... Oh mein Gott, Freunde. Wir haben die gruselige Baby-Version von Sprunky freigeschaltet. Was haben wir getan? Und wie sieht die Sonne aus? Und was ist das hier? Das sieht aus wie Kringelkragel. Das sieht aus. Oh mein Gott, das hat jetzt irgendein Kind gezeichnet. Okay, ich würde sagen, lass es mal anfangen mit dem Teufel hier. Und oh, wie sieht er aus? Hört euch mal die Sounds auch an. Das sieht aus wie eine gruselige Babyzeichnung einfach. Und das sind jetzt die Sprunky-Charaktere. Etwas älter als Teenager, aber in der gruseligen Version. Oh mein Gott, was ist mit ihm passiert, Freunde? Sein Kopf! Das sieht ganz gar nicht gut aus. Okay, lass mal mit dem Roboter schauen. Wie sieht er aus? Oh mein Gott. Das soll, glaube ich, das rote Auge darstellen von ihm. Ja, es bewegt sich, das rote Auge. Okay, sie sind echt gewachsen, muss ich sagen. Aber es sind immer noch gruselig. Okay, lass mal den Baum schauen. Wie sieht er aus? Der Baum ist komplett schwarz-weiß angemalt. Er hat alle Farben verloren. Okay, es klingt aber gut, muss ich sagen, bis jetzt. Aber Freunde, die Sprunky-Charaktere müssen auf jeden Fall weiter wachsen. Sie haben angefangen als Babys, jetzt sind wir bei der Teenager-Version angekommen. Aber sie müssen auf jeden Fall noch erwachsen werden. Okay, was mit dem Computer? Oh, der Computer ist böse in dieser Teenager-Version. Oh, man sieht so das Auge. Okay, das sieht echt merkwürdig aus, muss ich sagen. Okay, ich glaube, die Sonne hatten wir gerade eben schon. Genau, die Sonne ist das mit dem Auge. Oh, das sieht echt merkwürdig aus. Das sieht echt verrückt aus. Was hängt da vorne vom Auge runter? Okay, wir machen weiter mit Wanda. Oh mein Gott. Sie ist komplett durchgestrichen. Jo, was ist das für Sounds? Okay. Das ist echt eine verrückte Baby-Version, Freunde. Das sollte, glaube ich, kein Baby hier spielen. Oh, Pinky. Oh nein. Das sieht ganz gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Okay, dann machen wir weiter mit Simon, Freunde. Okay. Das sieht auf jeden Fall auch sehr merkwürdig aus, muss ich sagen. Oh, schau mal, wie er sich bewegt. Er bewegt sich so richtig schnell einfach. Okay, okay, okay. Das wird mir zu viel. Das wird mir zu viel hier. Lass mal weitermachen mit ihm hier. Wie sieht er in der bösen Teenager-Version aus?
Okay, alle sehen aus wie so Babyzeichnungen in der Teenager-Version. Sie sind als also älter geworden. Aber sie sind nicht normal. Sie sind super gruselig und nicht normal. Okay, wen hatten wir noch nicht gehabt, muss ich sagen. Ihn hier. Okay, das ist bis jetzt der gruseligste. Oh mein Gott! Das ist sein Herz! Okay, wir hören seinen Herzschlag und man sieht auf jeden Fall, sein Herz ist wie gezeichnet, wie in einer Babyzeichnung einfach. Okay, das ist verrückt. Okay, das ist echt super verrückt, muss ich sagen. Okay, lass mal als nächstes hier. Oh, mit dem Cowboy weiß man. Oh, man sieht sein Loch. Man sieht sein Loch auf jeden Fall im Cowboy-Hut. Okay, es wird immer gruseliger, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall nichts für Babys hier, würde ich sagen. Oh mein Gott, das Blumenmädchen. Wie sieht sie aus als Teenager? Da hat mir die Baby-Version auf jeden Fall besser gefallen. Und sie ist jetzt größer und älter noch geworden. Okay, das ist echt gruselig, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Oh mein Gott, mit ihm hier. Wie sieht er denn als Teenager aus? Schau dich mal seine Zähne an. Okay, okay. Sie sind alle komplett am Wackeln. Sie sind alle am Shaken. Shake, shake, shake. Oh mein Gott. Man sieht nur Kringel. Kringel, Krangel. Wow, was ist das? Guck mal, wie er sich bewegt. Das sieht echt aus wie Babyzeichnungen. Das sieht echt aus wie einfach so Babyzeichnungen, würde ich sagen. Okay. Wir machen weiter. Boom! Boah, wie sieht sie denn aus als Teenager? Ich muss sagen, als Teenager sehen alle echt sehr komisch aus in der Phase. Als Babys waren auch alle klein niedlich und jetzt sind sie gewachsen, Freunde. Und so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Das gefällt mir ganz und gar nicht gut. Das gefällt mir ganz und gar nicht gut. Okay, lass mal weitermachen. Oh, mit ihm hier. Oh, man erkennt gar nicht seinen Kopf einfach. Das sieht echt merkwürdig aus. Wow, er hebt das Ganze hoch. Man sieht so ganz kurz seine Augen. Okay. Das ist gruselig. Das ist echt verrückt, muss ich sagen. Diese Teenager-Phase. Lass doch mal die zwei Roboter austesten. Oh! Den Roboter habt ihr auf jeden Fall auch noch nicht gehabt. Und er ist auch so am Dancen oder so. Okay. Das sieht echt ziemlich sass aus, muss ich sagen. Aber Freunde, wir haben angefangen als Prunky, als Babys. Jetzt sind wir bei der bösen Teenager-Version. Aber Freunde, wir müssen die Spranky-Charaktere wieder rückgängig machen, dass sie erwachsen werden und zu normalen Spranky-Moves. Und dafür, Freunde, musst du jetzt das Video liken und den Kanal abonnieren, Freunde. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt den Kanal und dann wird es funktionieren, Freunde. Dann werden die Spranky-Charaktere wieder normal und sie werden erwachsen werden. Also alle jetzt liken und abonnieren. Und Freunde, es hat funktioniert! Die Spranky-Charaktere sind wieder normal und erwachsen. Und das ist jetzt die fertige Version. Freunde, wir haben angefangen als Babys, haben weitergemacht zu Teenagern und jetzt sind die Spranky-Charaktere zum Glück wieder normal und erwachsen geworden, dank deiner Hilfe. Und so gefallen mir die Sprankys, ha, doch am besten. Das waren die Sprankys als Babys. Like und abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.